Hallo, möchte ich zeigen, wie das Programm Mandala Maker, das da auf dem iPad 4 funktioniert und wie sich es darstellt. Es öffnet sich, es kostet 5 Franken. Man kann es auf dem iPad 4 herunterladen, glaube ich. Hoffe es. Und sonst die, die es von mir haben, das iPad 4, können es bei mir holen. Zu mir nach Hause kommen und ich gehe so drauf. Gut. Also. Dann gehen wir da. Haben wir alle Einstellungen da bei dem Rädchen da. Einstellungsrädchen. Und zuallererst mal haben wir da Background Fill Color, Line Color. Das ist der Hintergrund, das ist die Füllfarbe und das ist die Farbe zum Zeichnen. Die Füllfarbe haben wir da verschiedene Elemente, die ihr könnt rein tun. Sind da, das ist die Füllfarbe wahrscheinlich orange, rot. Ihr habt bei der Farbe, zum Beispiel Füllfarbe, habt ihr gesehen, ihr habt die vier Farben da: rot, gelb, blau, grün. Wenn ich jetzt hier etwas mache und grün, wenn ich jetzt hier etwas mache und wahrscheinlich gelb, wenn ich da nochmal etwas mache und vielleicht rot und dann kommt noch blau irgendwann. Da. Es kommt nicht immer schön abwechslungsweise, damit es nicht zu langweilig wird. Wenn ihr das nicht wollt, dass da so viele Farben kommen, könnt ihr da bei der Füllfarbe einfach nur etwas nehmen. Nur eine Farbe nehmen. Seht ihr, dann ist nur das Füllfarbe. Oder schwarz. Gut. Ich will auch den Hintergrund wegmachen. Ich will den weiß. Also gar nicht da, machen weiß. Ja, ich mache den weiß. Das ist der Hintergrund weiß. Muss ich aber wieder auf das Kreuzchen gehen. Die Malfarbe, also womit ich male, die mache ich auch schwarz. So. Und jetzt habe ich da immer noch die Einstellung von diesen Stickers. Da unten könnt ihr weg. Retour oder Fürschi gehen. Jetzt geht ihr nochmal aufs Rädchen, aufs Kreuzchen und geht auf das Mandala. Und da könnt ihr verschiedene Arten zum Zeichnen. Wenn ihr zum Beispiel da das Kompliment, dann tut es gerade spiegeln. Wenn er auf, wieder auf das geht, unten das Mandala auf Smooth, dann geht es nur auf eine Seite. Nicht spiegeln. Wenn er nochmal da drauf gehen und auf das Mandala da unten, auf das Orangige und aufs drauf, was drauf, was auch immer, dann haben das so wie die meisten Mandala sind, gespiegelt einmal und ja. Es hat keinen Kübel. Beim iPad 4 hat Mandala Maker noch keinen Kübel. Es hat einfach das, was da hat. Da hat man die verschiedenen Einstellungen von der Symmetrie. Die sind jetzt hier gar nicht angezeichnet, weil ich sie weggenommen habe. Falls ihr das zahlen wollt, falls ihr es runterladen könnt und ihr wollt die 5 Stutz zahlen, dann habt ihr nachher alle Stifte da, beim Mandala nochmal drauf gehen, habt ihr da alle, die sind alle frei. Und wenn ihr nicht zahlt, sind vielleicht ein paar nicht frei. Und es, da, wenn das Shape Selection da, normalerweise zeigt es das an. Ah, es zeigt es nicht an, weil ich hell habe und weil das Weiß anzeigt. Wenn ich jetzt den Background so mache, zeigt es auch nicht an. Ja. Keine Ahnung, wieso. Gehen wir nochmal auf Kreuzchen und gehen wir auf Grid. Normalerweise zeigt es immer an, aber ich habe es rausgenommen. Da kann man das Zentrum verändern. Sollte man können. Und eben, da haben wir ganz viele Stickers. Man kann nicht gümmeln, man kann die Farbe vom Hintergrund kann man verändern.
machen jetzt nochmal weiß. Man kann mit diesen Stickers arbeiten. Da mit denen oder mit diesen Linien verschiedenen. Man kann natürlich die Pinsel auch dicker machen, das kann man auch, da sehen wir. So. Es, für mich ist es nicht so ein Mandala malen wie auf am Mesograph, weil es hat viel so schon fertige Elemente. Wenn man das will, dann ist das lustig. Zwischendurch. Aber auf die Länge, wenn man richtig Mandala malen, finde ich am Mesiograph besser. Dann, wenn ihr wollt exportieren wollt, geht ihr da drauf. Dann könnt ihr noch sagen, wie ihr es wollt. Da schneidet es jetzt. Wenn ich so mache, dann schneidet es da umeinander. Seht ihr? Und jetzt, wenn ich es will scheren, also teilen, wenn ich das so aufziehe, kommen nur die zwei. Und nie steht, wo Fotos. Ich habe herausgefunden, wenn ich auf iPad gehe, dann kommt da noch Save to Camera Roll, Share on Facebook. Jetzt kann ich auf Save to Camera Roll. Okay, und jetzt hat sie Fotos gespeichert. Da haben wir auch nochmal alle die verschiedenen Pinsel oder verschiedene Möglichkeiten zum mit dem Malen. Und da, wenn ihr da aufs Kreuzchen geht, könnt ihr es entweder safe oder nicht safe. Wenn ihr da aufs Plus geht, kommt ein neues. Und wenn ihr da neu anfängt, ich mache den Hintergrund weg, damit ich sehe, was ich male. Ich kann glaube ich auch die Farbe viel drauf gehen. Also ich kann hier einstellen, wie viel ich will. Das sind alle Einstellungen, die ich machen kann auf dem iPad 4 mit Mandala Maker. Mehr gibt es nicht. Nochmal Dings, Symmetrie, dick, dünn vom Stift, Line Color, dafür kann ich da schon fix fertige Vorschläge für, wenn ich jetzt das nehme, für, ich muss nicht die Farbe wechseln, es wechselt für mich selber. Und es wechselt. Ja, das haben wir jetzt gesehen. Es hat keine Logik, habe ich gemerkt. Wahrscheinlich extra, damit es nicht langweilig aussieht. Es hat keinen Kübel, man muss das alles, wenn man will, etwas voll machen, muss man es selber ausmalen. Es hat keine Schichten, nur eine Schicht. Ja. Transparenz kann man auch nicht speichern. Und speichern ist auch nicht so ganz einfach. Man muss es wissen, wie. Man muss auf da oben auf das ganz klein geschriebene iPad gehen, dann kann man es aufziehen. Und dann save du Roll, von Kamera Roll. Und dann geht es in Fotos. Und sonst kann man es einfach, wenn ich es jetzt so mache, und da suchen und suchen, dann kann man nur zu einem Freund schicken, E-Mail schicken. Ich habe es nur herausgefunden, weil ich dachte, wo kann man denn? Und zufälligerweise bin ich da drauf gekommen und habe dann gesehen, dass das dann da öffnet. Gut, jetzt zeige ich, das ist das, was man machen kann mit dem Einschicht. Kein Kübel, kein Gummi. Dafür schon fertige Formen und Farben, die man auf den anderen Mandala-Programmen nicht hat. Jetzt werde ich mein liebste Mandala-Mal-Programm zeigen, was auf dem Nein, das zweitliebste. Das Liebste ist es anders. Das ist. Ich habe es sehr gerne. Warum? Weil es übersichtlich ist. Es ist gerade weiss. Da hat man die Stiftgröße, Transparenz so im Schnellverfahren. Wenn man es aber noch ein bisschen detaillierter wird, kann man es auch da noch. Da kann man Strichli, Pünktli. Eben Transparenz und Weichheit einstellen, man kann gümmeln, man kann mit dem Kübel leeren, das kann man alles beim Dingsmaker nicht.
Einzige, was du dort kannst, fertig ist Schmetterling und so Zeug. Man kann es nicht einmal bewegen, wie man es will. Die kommen dann so und dann sind sie so. Was da auch noch ist beim Amazing Graph, aber beim iPad 4 nur eine einzige zweite Schicht nehmen, nicht mehr, wie es sonst abstürzt. Da kann man auch Dinge einstellen, Symmetrien, man kann das Raster anpassen, man kann es bis zu 30 und man kann auch Musterli malen. Das ist natürlich super, weil sag mal, will einen Stoff entwerfen und ja, fertig. Huhu. Ich will jetzt einen Stoff entwerfen, nicht das Mandala, dann kann ich da mehr Symmetrien, dann habe ich noch alle diese Symmetrien. Und ich kann, wie ist das jetzt? Und ich kann das Gitter auch wegzeigen, wegmachen. Und was ist jetzt los? Eben, ich würde gerne eine andere Symmetrie, ich würde gerne das Raster anpassen. Mhm. Jetzt können wir nochmal am Anfang. Jetzt ist wahrscheinlich dem schon zu viel, weil er zwei Dings hat. Ich gehe jetzt nochmal ein neues holen und fange gerade mit dem an. Und dann sehen wir, kann ich auch. Ich kann da auch jetzt eine andere nehmen, eine andere Symmetrie. Also ich nehme jetzt ein zweites Plus. Nehmt nicht mehr als zwei, wirklich, es vertreibt es nicht. Habt ihr gesehen, es hat vorher schon wieder ein bisschen angefangen zu spinnen. Jetzt nehme ich da aber eine andere Symmetrie, Drehung, und dann einmal draufklicken und dann kann ich da auch, ich sollte vielleicht eine andere Farbe nehmen, dann kann ich da jetzt Symmetrie ändern. Gut, also das ist das, was man machen kann auf dem Amazo Graph. Da tut man speichern bei diesen 4-4-Regeln. Dann geht man auf Bearbeiten, geht man da draufklicken, bis der Profil ist und dann kann man es schicken oder in Kübel tun. Kübel tun. Ah ja, ich könnte jetzt auch, warte, ich tue mal die zwei in Kübel, das nicht, die zwei in Kübel. Dann sind sie gelöscht. Löschen so viel wie möglich. Und das da, tue ich jetzt nochmal markieren. Wie habe ich das gemacht? Nur mit zwei Schichten. Sehen Sie? Hintergrund und vorne. Ja. Gut, zwei Schichten. Das ist aber schön geworden, finde ich. Und jetzt kann ich das speichern. Auf Bearbeiten und schicken es. Und zwar würde ich es jetzt an meinem Nattel schicken. Jetzt kann ich da mal mit Stift. Hast du keine Batterie mehr? Da drauf. Ich muss zuerst anklicken und dann darauf Bild keine Transparenz, weil es ist ja schon nicht mehr transparent. Wenn es transparent ist, also wenn ich nur etwas, dann du unbedingt mit Transparenz speichern, weil ihr könnt es nämlich sehen, oder ihr könnt es jetzt am iPhone schicken. Dem da, der das aufnimmt, mache ich es aber nicht, weil sonst nimmt es die Aufnahme stoppen. Gut, ich zeige euch jetzt, wahrscheinlich das komplexeste Mandala-Malprogramm, das ihr auf dem iPad 4 haben könnt und das gut funktioniert. Ihr könnt auch Layers machen, drei sogar. Ihr könnt mit einem Regenbogenverlauf malen, ihr könnt Gold, Silbrig malen, ihr könnt aus dem nachher einen Film machen. Also das ist das Programm, das ich würde am allermeisten empfehlen. Und ich da könnt ihr auch Müsterli einstellen. Und was das alle Programme nicht können, aber das schon. Zum Beispiel, ich mache jetzt 5. Sind ihr? Hab 5. 2, 4, 5. Und jetzt stelle ich auf 10. Was macht er? Er macht mir 10. Und egal, was ich mache, alles, was ich anders einstelle, er macht mir das. Jetzt gehe ich auf das Blümchen, auf das Blaue. Und habe da ein Muster. Dann macht er mir 10. Er macht mir das, ich gehe nur auf 1, macht er das, was ich da vorher gemacht habe. Ich kann es, ja, warte mal, jetzt habe ich auf Insta, ich will das nicht, ich will nur das. So. Seht ihr?
jetzt kann ich auf das, da haben die Farbe, da haben die Dick, da haben die farblos, da haben die ein bisschen dunkler, heller, also farbiger. Da haben die Transparenz. Und da haben die Weichheit noch. Also, das könnt ihr alles da einstellen. Da auf Einstellungen könnt ihr nochmal ganz viele Sachen zum Einstellen allein herausfinden. Ich habe jetzt keine Zeit für das. Da könnt ihr die Layer. Immer der, der leuchtet, der mittlere, der untere, der ist jetzt aktiv. Jetzt gehen wir auf den mittleren. Da könnt ihr lernen von dem Programm. Auf Einstellung kann ich euch zeigen. Und jetzt, wenn ihr das schickt, Ebene nicht exportieren. Ihr könnt nur eine Ebene, ihr könnt ja mehrere Ebenen malen. Dann könnt ihr da zum Beispiel die Ebene jetzt, die, nur die exportieren oder nur die oder nur die. Und wenn das transparent ist, dann tut es transparent speichern. Das heisst, ihr könnt es wiederverarbeiten auf Autodesk oder so. Gut, was ihr jetzt aber könnt machen, und das finde ich das Allertollste an dem, ihr könnt es auch normal speichern. Jetzt könnt ihr es aber auch schicken an 3D basteln und mehr. Und dann geht es an seine Schwester, nämlich I-Ornament Crafter. Und aus dem, was ihr da jetzt gemacht habt, aus dem Mandala, nein, ich will es jetzt nicht bewerten, könnt ihr da verschiedene auslesen. Ich habe jetzt gerade das genommen, was schon angedeutet war. Und könnt ihr dann da nochmal euer Gemälde nochmal ganz anders abspeichern. Oder, ich tue es jetzt nicht abspeichern, weil das ist nicht mein iPad. Oder ihr könnt da noch verschiedene Einstellungen machen, dass filmen. Das könnt ihr nämlich filmen. Schaut jetzt mal, wenn ich da ein bisschen bewege. Oder da. Dann macht es aus dem, was ich gemalt habe, einen Film. Und wenn ich es da kann es vergrössern, verkleinern. Je nachdem. Ich kann aber auch ein Foto machen. Zeig, seht ihr? Dann tut es das speichern. Wird jetzt aber nicht. Jetzt kann ich eben hier auf die Kamera gehen. Ich kann von dem Klipsel, den ich vorher gemacht habe, da ein GIF machen. Das mache ich jetzt einmal. Das geht ziemlich schnell, macht nicht Video. Erstens mal vermüllt so ein iPad, zweitens geht es stundenlang. Das GIF geht schon relativ lang, aber jetzt ist es schon fertig. Und das tue ich jetzt mal im Bild sichern. Ich lösche dann nachher wieder. Und jetzt kann ich zweimal Doppelknopf, mach mal alles zu. Alles. Und dann gehe ich auf GIF. Ich habe nämlich das, dann ich euch drauf, auf eure iPads, oder ich habe es schon drauf, da GIF. Da drauf gehe ich. Und jetzt ist das da drauf, das GIF. Das ist noch nicht, das GIF ist so eine Art zwischen Foto und Film. Einfach viel leichter. Jetzt ist es da. Da kann ich es langsamer einstellen, da kann ich es ganz schnell langsamer, so. Und jetzt kann ich das als Video speichern. Convert to Video. Und dann kann ich eben sagen, will ich es schwer oder kurz oder so. Ich will es natürlich jetzt kurz. Und dann Save Video. Jetzt geht das in Fotos. Also das ist das maximal tollste Mandala-Programm. Und man kann auf dem iPad 4. Aber es gibt noch ein Tolles, was man da auch nicht kann beim I-Ornament und I-O-Kraft. Man kann nicht mit dem Kübel lernen, man muss von Hand aus mählen. Das ist natürlich das tolle beim Amesiograph. In dem ist Amesiograph absoluter Spitzenreiter. Seht ihr das? Da kann keins von diesem Mandala-Programm, nur das da. Das heisst, ich gehe auf eine Farbe. Und jetzt tut es alle machen. Nicht nur eins. Auf Autodesk Sketchbook kann man ja auch Mandala malen. Aber man muss einzeln lernen. Einzeln. Da kann ich einfach auf
Aha, ich bin am Malen. Ich muss natürlich den Kübel einstellen. So, Kübel. Mal pink. Und da. Da macht es einfach gerade. Alle. Also das Sketchbook müsste ich da. Jedes einzelne machen. Dafür ist Autodesk Sketchbook das allerbeste Malprogramm, das ihr könnt haben und erst noch gratis. Also nochmal zu den Kosten. Ionament. Die zwei zusammen kosten 5 Franken. Die zwei zusammen. Das kostet 1 Franken. Das ist gratis, das 5. Das finde ich fast ein bisschen viel. Ich würde es nicht zahlen. Ich würde es nicht zahlen, wenn ich euch wäre. Weil es ist nicht so toll. Wie die vier da oben. Ja. Jetzt kommen wir noch zum Enlight. Enlight ist ein Fotobearbeitungsprogramm mit vielen tollen Filtern. Und wo ihr auch könnt, das einfach wegklicken. Wenn ihr Feinschrift geht, könnt ihr auch Collagen machen. Und Collage ist natürlich cool, weil... warte mal. So. Auf Collage. Und jetzt würde ich eben gerne... So, zum Beispiel. Genau, dann gehe ich auf alle Fotos und jetzt kann ich das nennen, das noch nehmen und das noch nehmen. Gut, und jetzt mache ich das Häkli und jetzt setze ich das Speichern und mache es auch. Jawohl. Und dann auf das Viereck, wo viel nach außen geht. Und dann auf das Viereck, wo viel nach innen geht. Und schon kann ich eine Collage können machen. Jetzt kann ich aber noch andere Sachen machen. Zum Beispiel Kunst. Das könnt ihr alles ausprobieren. Auf jeden Fall, das Programm ist super, um eure Mandalas, die ihr gemalt habt, nachher noch Filter drauf legen. Ganz toll. Ihr findet das alleine raus. Ach, ist das so da? Dann zum... ihr könnt von dem nicht da rein importieren. Ihr müsst es da malen. Da hat es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich würde sagen, das ist am besten, wie man kann mit dem Kübel lernen kann. Zwei Schichten nehmen, Dings verstellen, Müsterli. Und das kann man da aber auch. Man kann aber nicht mit dem Kübel lernen. Da kann man mit dem Kübel lernen, muss jedes einzelne lernen. Jedes einzelne. Sonst, zum Malen, ist das allerbeste Fallen. Weil schau mal, es hat so viele Pinsel. Da hat es auch ein Schnellverfahren, dick, dünn, transparent und da sind Farben. Sehr gut gezeichnet, oben ist weiss, grau, schwarz, rot, jetzt da oder orange oder gelb. Da könnt ihr die Farbe wechseln. Dann könnt ihr hier jenste Schichten nehmen. Da habt ihr ganz viele Tools. Ihr könnt Sachen beschneiden, ihr könnt Sachen... Ich nehme jetzt hier eine andere Schicht. Die Schicht besonders. So. Jetzt nehme ich hier eine andere Schicht und mache hier jetzt mal ein Mandala. Stell da ein auf, wie viel ist Maximum? 16 ist das Maximum. Stell mal ein auf 12, geh aufs Häkli und nimm eine Farbe, eine andere, dass ich einen Kontrast habe. Seht ihr, ich kann da auch wunderschön malen und ich kann eben da auch Pinsel verstellen. Seht ihr? Sonic Pinsel kann ich sonst nie so gut, so viel. Also ich würde sagen, jedes von diesen Programmen hat etwas Gutes. Jetzt gehen wir mal mit dem Kübel. Das zeige ich euch noch. Das geht mit dem Kübel. Seht ihr? Da kann ich nur... Da lernt es einfach alles voll. Jetzt nehmen wir das mal weg. Und nehmen das. Und gehen mit dem... nochmal Mandala. Mandala. Ja, Abschnitt. So, und jetzt ist das gut zu. Und jetzt gehe ich mit dem Kübel und will da schwarz leeren. Ja, da muss ich jedes einzelne leeren. Das ist so. Es geht auch, aber ja, das ist ein bisschen der Nachteil. Es ist halt nicht spezifisch ein Mandala-Malprogramm. Aber man kann es auch. Man kann auch malen, das ist gut. Gut, das sind meine Programme, die ich euch vorschlage. Mandala Maker, das zweite von links, das würde ich
eventuell auch noch draufladen. Aber die zwei anderen, die lohnen sich wirklich nicht. Mandala Maker. So, so, lala. Wegen den Sticker und wegen den Farben. Auf dem iPad 4 ist nicht mehr zum Ausholen. Auf dem iPad Air ist es okay. Gut, jetzt ist das auf Fotos. Jetzt kann ich es aber noch nicht holen. Ich mache mir nachher, wenn ich euch zeige, wie man iMovie macht. Gut. Das, die zwei sind super. Die gehen sehr gut auf dem iPad 4. Am Mesograph geht auf dem iPad 4 auch. Allerdings, ich habe es sehr gerne. Es ist sehr übersichtlich da in der Kurzwahl-Dings. Und da kann man den Pinsel noch ein bisschen konkreter einstellen. Da kann man Strichli, Pünktli und so weiter machen. Transparent, untransparent und so weiter. Und was toll ist, man kann da mit dem Kübel leeren. Wenn ich jetzt hier eine Farbe nehme und da seht ihr, das, es leert gerade alle aufs Mal, das macht es eben nicht bei keinem von diesen anderen Mandala-Programmen. Dann kann man maximum zwei Schichten machen. Es ist schon sehr viel und dann fängt es schon an zu spinnen. Ich mache jetzt die Schicht und packe sie. Tue sie nach unten und jetzt könnte ich hier auch mit dem Kübel eine Farbe drin leeren. Und voilà. Und jetzt kann ich mit dem Gummi. Gummi hat es auch beim Ionement hat es. Beim Mandala Maker hat es nicht einmal Gummi. Es hat keinen Kübel, es hat keine Schichten. Das Einzige, was es beim Mandala Maker hat, das zeige ich euch dann nachher. Das sind, jetzt mache ich mit dem Gummi wieder schichtfrei. Die unter da sind. Und jetzt könnte ich auf die Ober gehen und da noch. Mit dem Gummi Vierlefant. Auf jeden Fall, da kann man auch einstellen. Verschiedene Raster. Bis 30 geht es, glaube ich, ja. Und man kann auch verschiedene Muster noch mehr andere einstellen. Jetzt hat zum Beispiel eins hat jetzt ein anderes Muster. Ich weiß nicht, welches das ist. Das ist immer noch eingestellt auf Pünktli. Jetzt machen wir wieder Strich und so. Übrigens, Mesiograph ist das einzige von diesen Programmen, außer Autodesk Sketchbook Mandala Malprogramm, wo ihr könnt ein Foto einfügen könnt. Das könnt ihr nicht auf iOrnament, das könnt ihr nicht auf Mandala Maker, das könnt ihr nur auf Mesiograph. Wenn ihr anfangt, dort beim Plus, könnt ihr auf Einfügen. Und dann kommt ihr auf eure Fotogalerie und dort könnt ihr dann ein Foto einfügen und dann eine neue Schicht nehmen und das abzeichnen. Zum Beispiel, ihr könnt ja auch einstellen, dass es kein Mandala macht. Das macht dann oben beim Rädchen, oben rechts, zweite, wo die vielen Drüegel sind im Kreisel dort. Dann könnt ihr einstellen, keine Symmetrie, und dann könnt ihr frei abmalen. Zum Beispiel das Porträt. Seht ihr da, wenn ihr aufs Plus geht, oben. Dann könnt ihr ein Foto einfügen. Okay, und jetzt, das war's. Das wollte ich noch sagen, ist noch wichtig. Gut, ich tue das jetzt transparent abspeichern, also Bild mit Transparenz, damit ich es nachher auf Autodesk holen kann und euch dort zeigen, wie man Autodesk eben mit dem Kübel leeren kann, wie man jedes einzelne machen muss und einen Hintergrund machen kann. Jetzt gehen wir gerade mal auf Autodesk Sketchbook und holen das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und da ich es ja transparent abgespeichert habe, werde ich es auch holen können. Ah ja, ich zeige euch noch schnell, da mit dem Kübel. Mit dem Kübel kann man da nur einzeln, nur so leeren. Auch wenn, man kann das nicht einstellen. Und den Kübel auch, das geht nicht. Man kann nur entweder Kübel oder Mandala einstellen, weil das hat so viele verschiedene Tools noch. Dann haben sie die einfach so einfach gehalten. Aber so könnte man sie auch machen. Gut, und dann kann ich eigentlich da auch alles importieren, was ich will. Sonst, wenn ich durchsichtig gespeichert habe. Und kann auch auf dem Programm super Mandala malen. Das sind alle meine Programme, die ich euch wieder vorstellen will, zum Mandala malen auf dem iPad 4. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Tschüss!